Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. 16.05 Uhr haben wir es jetzt. Heute ist der 19. Januar. Wir haben uns im neuen Jahr noch gar nicht gehört. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Letzte Woche war ich nicht da, da haben wir eine Folge wiederholt mit Anders Levermann, dem Klimaforscher. Und jetzt bin ich hier wieder im Studio und habe die Ehre, euch und mich zu unterhalten in den nächsten beiden Stunden. So. Und natürlich habe ich auch wieder viel Post bekommen aus der ganzen Welt. Das ist etwas, worauf ich mittlerweile sehr stolz bin. Hier zum Beispiel kommt ein Brief von Alexander Schneidmesser aus Jerusalem in Israel, der sehr freundlich schreibt, dass er unsere Sendung schon seit Anbeginn verfolgt und dass er in der Gedenkstätte arbeitet in Yad Vashem und dass er das, was wir hier in der Blauen Stunde erzählen, was ich in der Blauen Stunde erzähle, sehr wichtig findet und dass er das sehr schätzt und genießt, so wie ich auch seine Aufmerksamkeit sehr schätze und genieße und dafür vor allem dankbar bin. Wir haben hier eine Postkarte von Dennis, der Jürgen und mir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht, also noch im letzten Jahr hier angekommen. Vielen Dank, Dennis, dafür. Wir haben so viele Briefe, dass ich sie alle gar nicht hier jetzt öffnen und lesen kann, aber ein paar davon werde ich einfach mal in eurer Anwesenheit öffnen. Hier ein Brief aus Österreich, aus Wien. Der kommt von Emilio Lohi. Das ist eine Liste von Songs, genau, darüber hatten wir gesprochen. Und er beschreibt auch seine Eindrücke und das, wie er die Sendung gehört hat. Vielen Dank dafür, Emilio. Wo wir gerade bei den Aufrufen sind. Wir hatten ja euch dazu aufgerufen, uns eure Musiklisten zu schicken und haben jetzt eine neue Idee für das bevorstehende Jahr. Wir möchten euch nämlich in die Sendung einladen. Und zwar mit euren Geschichten und dem, was ihr zu erzählen habt. Wenn ihr also irgendetwas habt und sei es auch nur, dass ihr etwas seid, ihr müsst gar nichts Besonderes sein, ihr müsst einfach nur etwas zu erzählen haben, dann schreibt uns doch einfach einen Brief an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam und dann, sofern das möglich ist, ihr von nicht allzu weit weg hier hinkommen könnt, laden wir euch in die Sendung ein, um mit euch, mit dir über das zu sprechen, was wichtig ist für euch. Die Idee ist gut, denn Jürgen hat ja in den letzten Monaten immer wieder Gäste eingeladen, die ich nicht kannte. Wir sind immer weiter weg von der Promi-Schiene. Ab und zu haben wir auch noch Prominente in der Sendung, das war ja vor kurzem so. Aber man muss nicht unbedingt bekannt sein, um spannend zu sein. Das ist die Idee dahinter. Und um zu erfahren, wie gewöhnliche, in Anführungsstrichen, Menschen auch Leben haben, über die es sich zu berichten lohnt und mit denen es sich zu sprechen lohnt, fordern wir euch also heute auf, uns zu schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam mit einer kurzen Einleitung oder einer kurzen Übersicht über das, worüber ihr sprechen wollt. Und dann melden wir uns und dann vielleicht eines Tages sehen wir uns hier im Studio. Dann ersparen wir uns nämlich auch die ganze Anruferei und die Aufregung um die Anrufe. Manchmal ist das nämlich alles sehr unmittelbar und dann fällt einem vielleicht auch nicht das ein, was man gerade erzählen wollte. Und wir haben Zeit. Zeit, das ist ganz wichtig, wenn man Dinge erfahren will und neugierig ist. Also, hier hat uns geschrieben, wie gesagt, Emilio aus Wien. Emilio hat einen zweiten Brief auch geschickt. Was da drin steht, gucke ich, glaube ich, nachher. Wen haben wir denn hier? Sebastian aus Berlin hat auch geschrieben. Komm, ich mache den auch mal schnell auf. Ah, der ist länger, handschriftlich, lese ich gleich in Ruhe. Filmkomponist. Ah ja, interessant. Auch das, wie gesagt, lese ich mir gleich durch. Und wenn ihr noch mehr zu erzählen habt, dann
Schreibt uns weiterhin. Die Adresse habe ich gesagt. Marlene Dietrich-Allee 20 in 1448 2 Potsdam. Was haben wir hier? Wertes blaue Stunde schienen. Danke für die Sendung. Weihnachtsedition mit Jürgen. Genau, da schreibt uns Silvia, dass ihr die Weihnachtssendung gut gefallen hat. So, das sind die Briefe, bevor ich mich jetzt da drin verliere. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns schreibt. Als ich heute hier hingefahren bin, habe ich überlegt, was erzähle ich? Und habe ich ein bisschen in mich hineingehorcht und gedacht, ja, ein Thema, das beschäftigt mich schon seit Wochen, vielleicht auch angeregt durch die Weihnachtszeit, nämlich das Thema Gewissen und Versöhnung. Haben wir ein schlechtes Gewissen und warum versöhnen wir uns nicht mit uns, unserem schlechten Gewissen und dem, was uns das schlechte Gewissen macht? Darüber würde ich heute gerne ein bisschen mit euch sprechen und vielleicht euch auch erzählen, was mir dazu durch den Kopf gegangen ist in den letzten Wochen. Denn tatsächlich sind auch Dinge passiert, die dieses Thema für mich aufgeworfen haben. Menschen zum Beispiel, die ich sehr mag, sind gestorben, mit denen ich gerne noch gesprochen hätte, bevor sie gestorben sind, mit denen ich vielleicht auch einiges zu klären gehabt hätte, sind gestorben. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich, warum hält man das so lange, so sinnlos, so oft durch, dass man sich nicht versöhnt, dass man unversöhnlich ist, dass man Kränkung umleitet auf Verschluss und auf beleidigt sein. Und warum nutzt man nicht die Gelegenheit, jedenfalls die Zeit, in der man noch am Leben ist, um sich zu versöhnen mit sich, mit den anderen, mit den Dingen? Und was bringt es, wenn man das tut? Bringt es überhaupt etwas? Und bringt es überhaupt etwas, es nicht zu tun? Das sind ganz interessante Fragen. Und vielleicht habt ihr Lust, das in den nächsten beiden Stunden, die vor uns liegen, mit mir ein bisschen zu durchdenken. So, und weil sonntags, wenn ich hier bin, immer Fußball läuft, läuft auch heute hier im Studio Fußball. Die Hertha aus Berlin spielt nämlich gegen Bayern München. Jürgen Klinsmann hat ein Wiedersehen mit seiner alten Mannschaft und es steht 0:0 nach 40 Minuten. Wir gehen also in 5 Minuten auf die Halbzeit zu. Halte ich schon für einen ganz guten Erfolg, die erste Halbzeit durchzustehen gegen Bayern München. So, jetzt hören wir ein bisschen Musik und danach geht's los mit unserem Thema. Take That, Greatest Day aus dem Album Circus, was ich finde das beste Album ist von Take That. Viele, viele Ohrwürmer drauf. Ist ja meistens so, dass diese Boybands dann, wenn sie älter werden und reifer, viel besser sind als zu dem Zeitpunkt, als sie erfolgreich waren. Take That, Greatest Day in der Blauen Stunde. Radio 1, nur für Erwachsene. Take That, Greatest Day aus dem Album Circus. Wie ich finde, eines der besten oder das beste Album eigentlich von Take That. Versöhnung und Gewissen, das ist das, worüber ich heute mit euch sprechen will. Und der Anlass dazu ist ganz simpel. Ich bin ab März wieder auf Tournee. Ich war 3 Jahre lang nicht auf der Bühne und werde dann für 12 Auftritte in ganz Europa wieder auf der Bühne stehen. Als Hassias, als größter Hassias aller Zeiten. Die Vorstellungen sind überall. Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München. Also in den großen Städten. Hannover, Wien, Zürich und auch in Liechtenstein 2 Auftritte. Ihr könnt dafür noch Karten kriegen. Müsstet ihr mal schauen auf meiner Website. www.zomunju.de oder bei den gängigen Kartenhändlern. Einige Vorstellungen sind allerdings schon ausverkauft. In Belgien, in Olpen, in Düsseldorf, in der Mitsubishi Electric Hall und in Nürnberg. Da gibt es leider keine Karten mehr, aber ihr werdet sicher noch irgendeinen Ort finden, wo es Karten gibt und dann sehen wir uns. Und das ist der Anlass letztendlich gewesen, weshalb ich mir Gedanken über dieses Thema gemacht habe, denn tatsächlich frage ich mich, was gibt es eigentlich zu erzählen, wenn ich auf die Bühne gehe? Was ist eigentlich das Thema unserer Zeit? Was beschäftigt mich und was kann ich mit dem, was ich auf der Bühne erzähle, erreichen für mich, aber auch für die Zuschauer? Wie kann ich die Zuschauer bereichern mit dem, was ich auf der Bühne erzähle? Und dann habe ich meine kleine Reise angefangen durch meine Gedanken, durch meine Gefühle. Und habe mal beobachtet, was in den letzten 3 Jahren sich eigentlich verändert hat in der Menschheit, in dem gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem wir alle stehen und leben, im Umgang miteinander.
ganz simpel gesagt. Und tatsächlich, und das ist etwas, was sicher viele von euch genauso empfinden wie ich, ist unser Umgang in den letzten Jahren aggressiver geworden und auch unerbittlicher und extremer. Es gibt wenige Grautöne im Umgang miteinander. Es gibt ein Entweder-Oder, schwarz oder weiß, groß oder klein, jetzt oder nie. Alles ist ultimativ und ist man nicht für einen, dann ist man meistens gegen ihn. Und ist man nicht gegen jemanden, dann ist man vielleicht für ihn. Da gibt es keine großen Alternativen, keine Abwägungen, keinen wirklich tiefer gehenden Diskurs. Und wenn dieser Diskurs existiert, dann bleibt er denen überlassen, die dazu in der Lage sind, auch mal die Luft anzuhalten und sich Gedanken zu machen und Dinge wirken zu lassen, bis daraus ein Urteil entsteht. Ich habe das beobachtet, vor allem in den sozialen Medien, die ja mittlerweile ausschlaggebend sind, auch für die Themen und die Debatten, die wir führen und die Themen, über die wir reden, dass vieles sehr schnell geht und dass ein Faktor dafür, dass diese Diskussionen radikaler werden, tatsächlich auch der Zeitfaktor ist, die Geschwindigkeit, in der wir darüber sprechen und in der wir uns darüber ein Urteil meinen bilden zu müssen. In Wirklichkeit gibt es ja keine Veranlassung dazu, zu etwas ein Urteil zu haben. Aber tatsächlich erzeugt das Internet, die sozialen Medien einen ganz starken, großen sozialen Druck. Und zum Teil auch entsteht dieser Druck, weil wir beteiligt sind daran und teilhaben wollen und weil wir eine Lust empfinden dabei, daran teilzunehmen. Und so entstehen dann Debatten, die kurzfristig auftauchen und dann genauso schnell wieder verschwinden. Aus diesen Debatten entstehen manchmal größere Themen. Aus diesen Themen wird dann manchmal sogar Politik und aus der Politik wird dann manchmal wieder Entscheidung und am Ende aus dieser Entscheidung richtet sich das, was passiert, ins aktuelle Leben hinein gegen Menschen. Entscheidungen, die Politik trifft, die betreffen natürlich immer auch die Menschen und so klein wie das manchmal beginnt, so minimal dieser Funke, der dann überspringt und zu einer großen Flamme wird, so groß ist dann manchmal auch der Brand, der Flächenbrand, der dabei entsteht und die Verwüstung, die daraus kommt. Das Klima zum Beispiel, das war ein großes Thema im letzten Jahr und viele haben darüber gesprochen, viele haben darüber sehr viel gesagt und aus meiner Sicht sehr wenig gewusst und auch nicht viel wissen wollen, sondern es war aus meiner Sicht eine Affektdebatte, in der wir gesteuert durch unser latentes schlechtes Gewissen das Gefühl hatten, wir müssen jetzt dringend etwas tun, sonst wird die Welt zusammenbrechen und kollabieren. Das hätten wir vorher eigentlich auch schon denken können, denn die Welt beginnt nicht erst seit einigen Monaten zu kollabieren. Sie ächzt nicht erst seit ein paar Jahren unter dem Gewicht und der Last, die wir ihr aufbürden, sondern es ist schon seit 20, 30, 40, 50, man kann weiter zurückgehen, seit Beginn der Industrialisierung eigentlich eine große Herausforderung, wie wir mit den Schäden, die wir anrichten, auch in Zukunft umgehen. Aber im letzten Jahr ist diese Diskussion plötzlich explosionsartig groß geworden. Sie hat sich sehr aufgehangen an der Fridays for Future Bewegung und ihrer Symbolfigur Greta Thunberg. Und wenn man über dieses Thema gesprochen hat in der Öffentlichkeit und sei es nur als Kabarettist oder ironisch, als Satiriker oder in irgendeiner Form, dann war die Gefahr groß, dass man missverstanden worden ist und dass man dafür, dass man missverstanden worden ist, nicht hinterfragt wurde oder dass man nachgehakt hat, wie meinst du das eigentlich, sondern dass man beschuldigt wurde, ein Klimaleugner zu sein oder AfD nahe zu sein, weil die ja wiederum das Klima leugnen und Sympathisanten, Klimaleugner der AfD eben in einen Topf geworfen werden. Und all das hat tatsächlich in mir die Gedanken verstärkt. Ist das angemessen, wie wir miteinander umgehen? Ist das zeitgemäß? Sind wir mit den Möglichkeiten, die uns die technologische Entwicklung in den letzten Jahren gebracht hat, gehen wir damit verantwortungsvoll um oder benutzen wir es einfach, um uns zu multiplizieren, um uns kundzutun, in der Öffentlichkeit so laut wie möglich zu schreien und so aggressiv wie möglich uns bemerkbar zu machen? Und was bringt das am Ende, wenn wir noch nicht mal mehr Nuancen erkennen, wenn wir keine Grautöne mehr sehen, sondern nur noch schwarz-weiß monochrom empfinden? Bringt das tatsächlich mehr oder ist es eher ein Irrweg? Ist es eine Sackgasse, in die wir da geraten sind? Und macht uns das nicht allen viel mehr Angst, als dass es uns Mut machen müsste, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, sinnvoll nutzen? Tatsächlich, das war der ausschlaggebende Punkt am Anfang. Und
Es gab einige Nebenaspekte. Ich habe Dieter Nuhr dann mir angeschaut, der im Internet rauf und runter besprochen wurde. Dieter Nuhr, ein Kollege, ein Kabarettist, der seit Jahren eigentlich das tut, was er tut. Er hat vielleicht eine leicht neoliberale Ader, aber er ist, weiß Gott, nicht jemand, der auf der falschen Seite steht. Und dass er dann sozusagen als Gegensymbolfigur einer Bewegung, die selbst nicht mehr dazu in der Lage war, zu differenzieren, verunglimpft, beschimpft und attackiert wurde, das hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, zumal mir da auch fehlt, dass man sich mit jemandem inhaltlich auseinandersetzt, trotz aller Kritik, die man haben mag an dem, was er sagt, und dass man ihm die Chance gibt, sich zu erklären, ohne ihn vorzuverurteilen oder zu verdammen. Das passiert ja dann in den meisten Fällen, dass Dinge unversöhnlich bleiben und dass man dem anderen noch nicht mal die Chance gibt, sich für das, was er sagt, was er tut, zu rechtfertigen oder vielleicht sogar zu revidieren. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, da habe ich was Falsches gesagt und es tut mir leid. Aber diese Chance bekommt man heutzutage gar nicht mehr. So schnell dreht sich das Rad. So, jetzt habe ich viel gesprochen, jetzt hören wir wieder ein bisschen Musik. The Temper Trap, Sweet Disposition, und dann reden wir weiter heute über Gewissen und Verantwortung und Versöhnung und was das alles mit mir und meinem Programm zu tun hat. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Tim McGraw, der Ehemann von Faith Hill war das, Please Remember Me. Mehrfacher Grammy-Gewinner, Country-Star Tim McGraw. Finde ich eigentlich ganz nett, die Musik. Hier habe ich noch einen Brief entdeckt übrigens, damit ihr wisst, dass wir nicht nur positive Post bekommen. Den möchte ich euch vorlesen. Hallo Herr Somuncu, mein Name ist, den sagen wir mal nicht. Ich höre Ihre Sendung Die Blaue Stunde gelegentlich. Meistens finde ich sie langweilig und ziemlich sexistisch. Aber am vorigen Sonntag, dem 22.12., war der Höhepunkt der Dummheit erreicht, als Sie sagten, es gibt doch Heterosexuelle, die nicht schwul sein wollen, oder? Weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Das ist nicht nur Homophobie, sondern auch dumm, wirklich. Man kann etwas sein oder nicht sein, halt wie man geboren ist. Entweder man ist schwul, heterosexuell oder man ist es nicht. Okay, jetzt bis dahin alles gut, unterschreibe ich. Aber jetzt kommt's. Man merkt schon irgendwie Ihre türkischen Wurzeln. Bestimmt machistisch und homophob geprägt. Ein deutscher Moderator wird bestimmt nicht so einen Blödsinn sagen. Gut, sparen wir uns jeglichen Kommentar dazu. Selbstempfindlich sein, aber austeilen, das scheint offensichtlich eine Fähigkeit zu sein, die viele Leute haben. Wir reden über Gewissen, wir reden über das, was ich eben vor der Pause gesagt habe, über die Verantwortung, die wir haben und was daraus entsteht. Ob wir uns verschließen, ob wir uns Diskussionen sperren und ob wir wirklich auch das Verständnis manchmal haben für die Gegenseite oder ob wir beharren und wie schwer es heute ist, Versöhnung, versöhnlich zu sein, Versöhnung zu finden mit sich, mit den Dingen, aber auch mit den anderen. Das klingt sehr christlich und vielleicht so ein bisschen salbungsvoll, aber ich glaube, das ist etwas, was euch alle betrifft. Ihr werdet sicher in eurem Umfeld auch Beziehungen haben zu Menschen, mit denen ihr nicht mehr könnt, mit denen ihr einfach unversöhnlich seid. Und fragt ihr euch auch, genauso wie ich mich das oft frage, warum ist das eigentlich so und was bringt mir das, darauf zu beharren? Und das ist im Kleinen genauso wie im Großen so. Es ist in der Politik genauso wie in der Kultur, das, was ich eben beschrieben habe über die Positionen in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Debatten, die wir führen. Das ist genauso auch im Privaten. Manchmal sind es Dinge, die man im Alltag erlebt, Kleinigkeiten, Streit, den man mit irgendwelchen Fremden hat, die man nicht kennt, um Nichtigkeiten. Jemand geht über Rot oder jemand parkt falsch oder jemand beachtet nicht, dass irgendein Fußgänger über einen Übergang läuft und fährt mit dem Auto um die Kurve. Und stattdessen streitet man sich sehr oft und selten erklärt man, warum man eigentlich Dinge tut und warum eigentlich daraus Missverständnisse entstehen. Und noch viel seltener geht man einen Schritt zurück und blickt dabei auf sich und sein Verhalten und fragt sich, ob man in dem Moment alles richtig gemacht, geschweige denn richtig gedacht hat.
Im Großen, wie gesagt, bezieht sich das auf meine Frage, nämlich wie gestalte ich mein Programm? Was sage ich eigentlich, wenn ich ab März wieder auf Tour bin? Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Informiert euch darüber, wenn ihr kommen wollt, dann besorgt euch Karten. Und ich habe ein bisschen beobachtet, wie wir gesellschaftliche Debatten führen im Zeitalter des Internets und der sozialen, asozialen Medien. Und das, was ich vor der Pause sagte, nämlich, dass alles sehr schnell und aggressiv wird und Urteile im Affekt gebildet werden, das ist tatsächlich etwas, was mir immer wieder auffällt. Und dazu kommt aber noch etwas anderes, nämlich, dass wir zu dem Urteil, das wir uns bilden, selten eine fundierte Grundlage haben, die es eigentlich rechtfertigen würde, dass wir ein Urteil haben. Die fundierteste Grundlage, die man haben müsste, um sich ein Urteil zu bilden, wäre ja Kenntnis von Dingen zu haben. Also zu wissen, warum Dinge passieren. Aber das ist nicht leicht. Zu wissen, warum Dinge passieren, bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen, weit zurückzugehen, manchmal in der Vergangenheit, um Zusammenhänge zu verstehen und dann auch noch die Perspektive zu verändern oder zu bewahren oder zu definieren, die man darauf hat. Das war zum Beispiel eben beim Thema Klima so. Als ich gesagt habe, das Klima verändert sich nicht erst seit letztem Jahr, seitdem es so heiß war und im Sommer davor, als es so trocken war, sondern seit vielen, vielen Jahren schon. Also warum sprechen wir gerade jetzt darüber? Und jetzt kommt noch ein anderer Faktor, der mir auffällt, der in den letzten Jahren immer stärker uns beeinflusst, nämlich die Medien und das, was Medien mit den Themen machen, die wir aus den Affekten heraussaugen. Medien sind nicht mehr so wie früher, dass eine Nachrichtenanstalt, ein Fernsehsender über irgendetwas berichtet, sondern Berichte und Artikel, Meldungen, das ist heute Ware, die verkauft wird. Und je schneller und je mehr davon verkauft ist, desto erfolgreicher werden diejenigen, die diese Ware feilbieten. Es gibt also keine Redaktion, die darüber entscheidet, was heute wie wann passiert ist und wie sie darüber berichtet, sondern solche Redaktionen werden tatsächlich auch gefüttert mit Meldungen, die Agenturen ihnen zuschieben. Und Agenturen wiederum, die achten auf das, was im Internet passiert. Wenn ihr heute die Timeline auf Twitter durchforstet und die Hashtags und das, was trendet, dann werdet ihr am nächsten Tag ganz sicher das wiederfinden, was bei Twitter besprochen wurde, weil nämlich auch die Medien ihre Inhalte mittlerweile aus den sozialen Medien beziehen. Und so ist das ein selbstbefruchtendes Werk geworden, das wir selbst zum Teil miterschaffen, aber dem wir zum großen Teil auch erliegen und ausgeliefert sind. Das, was die Medien mit uns machen und wohin sie uns dann oft steuern. Das klingt in solchen Momenten dann immer ein bisschen nach Lügenpresse und AfD-Argumentation und auch das ist wiederum etwas, worüber ich nachgedacht habe. Wieso fällt es uns eigentlich so schwer, Teile der Argumentation der AfD anzuerkennen als richtig oder falsch, beziehungsweise überhaupt erstmal darüber nachzudenken, was an dieser Argumentation berechtigt sein werden könnte? Und diesen Gedanken weiterzuführen, würde ja bedeuten, dass man der AfD oder rechten Parteien oder Demagogen, wie immer man es nennen mag, nicht überlässt, bestimmte Themen zu besprechen oder Hoheit über bestimmte Themen zu haben, sondern dass man sagt, es gibt über diese Themen einen vielfältigen, unterschiedlichen gesellschaftlichen Diskurs und es ist durchaus möglich, dass man Dinge hinterfragen muss und kann und auch über die Rolle nachdenken muss, die diese Institutionen, zum Beispiel die Presse, die Medien, die Journalisten, in Deutschland hat. Da fällt mir das Beispiel vom WDR ein. Der WDR ist ja ein großer öffentlich-rechtlicher Sender, mit dem auch ich schon meine Schwierigkeiten hatte. Ein Sender, der sehr rigide umgeht, nicht nur mit sich und seinen Prinzipien, sondern auch oft mit seinen Mitarbeitern. Und in den letzten Monaten, ich glaube seit 2 Monaten, gab es diesen Skandal um das berüchtigte Oma-Lied. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Woraufhin sich Tom Buro, der Intendant, ziemlich schnell und relativ unbedacht entschuldigt und distanziert hat von dem, was eigentlich Satire sein sollte und aus meiner Sicht eher harmlos war und dadurch wieder einen Shitstorm ausgelöst hat bei denjenigen, die erkannt haben, dass die sich über dieses Lied beschwert haben, eigentlich initiiert waren von rechten Bots. Tom Buro hat also nicht genau nachgeguckt, hat im Affekt zu schnell reagiert und ist in die Falle gegangen, so muss man es sagen, und hat damit illoyalerweise seine eigenen Leute verraten und das noch nicht mal bereut, er hat sogar verteidigt mit den angeblichen Grenzen der Satire, die gewahrt sein müssen. Das ist immer eine Debatte, die dann relativ schnell auf solche Dinge folgt, dass man über die Grenzen der Satire spricht, sei es, weil Leute, die es anfangs satirisch nicht gemeint haben, es später als Satire deklariert haben oder Leute, die nicht wissen, was Satire bedeutet, es nicht verstehen, dass man es als Satire deklarieren kann. Ja, sehr verworren, sehr wild, sehr durcheinander und sehr wirr.
Trotzdem wurde darüber gesprochen, ohne dass die meisten vielleicht das Lied gehört haben. Die wenigsten kannten das, worum es geht. Wie gesagt, ein sehr harmloses Kinderlied, intoniert von einem Kinderchor mit einem Zusammenhang, der, wenn man Satire auf einer primitiven ersten Metaebene versteht, vielleicht verfänglich und missverständlich war, aber für jeden normalen Menschen, der dazu in der Lage ist, überhaupt sich einzuloggen im Internet, als solches erkennbar gewesen sein muss. Ja, auch das zum Beispiel. Eine Debatte, die durch die Medien initiiert, durch die sozialen Medien vervielfältigt und katapultartig in unser Bewusstsein gerückt sind und über die wir dann wochenlang gesprochen haben, als ob es nichts anderes gäbe, als ob es nichts Wichtigeres gäbe, worüber man zu sprechen hat. Aber die Figur, die der WDR abgegeben hat, die wiederum führt zurück zu dem Thema, über das ich eben gesprochen habe, nämlich über die Verantwortung, die man als öffentlich-rechtlicher Sender heutzutage hat und auch die Verpflichtung, die man hat, nicht nur seine eigenen Mitarbeiter zu schützen, sondern eben auch freie Meinungsäußerung und Satire, was unter freie Meinungsäußerung fällt und ein kostbares Gut unserer Gesellschaft ist. Und wenn man immer auf die Befindlichkeiten achten würde derjenigen, die sich über so etwas aufregen, dann hätte man es wirklich schwer, gerade in einem öffentlich-rechtlichen Sender all die Interessen zu bedienen und vorsichtig mit den Empfindsamkeiten und Empfindlichkeiten dieser Interessensgruppen umzugehen. Es muss also einen gewissen gemeinsamen Nenner geben und diesen gemeinsamen Nenner gibt es in Deutschland, der nennt sich Grundgesetz und in diesem Grundgesetz sind viele Dinge verankert, über die wir heute so sprechen, als hätte es sie nie gegeben und als werden sie nie besprochen. Trotzdem hat das was Anachronistisches, was Rückwärtsgewandtes und trotzdem führt es eben dann dazu, dass diejenigen, die wir Demagogen, rechte Parteien oder unter dem Dach der AfD als AfD bezeichnen, sich diese Themen zu eigen machen und dann meinen, sie hätten die Hoheit, darüber zu sprechen und zu sagen, was richtig oder falsch ist. Auch da eine große Verantwortung in unserer Gesellschaft, sich dem entgegenzustellen und zwar nicht durch den Affekt und durch den plumpen Widerstand, sondern dadurch, dass man eine Auseinandersetzung in der Tiefe und in die Tiefe hineinführt, also auch dadurch, dass man Fakten kennt und Fakten auch nachweisbar macht und äußert. Wir hören wieder ein bisschen Musik, das war jetzt, glaube ich, ein komplizierter Ausflug und gleich kommen wir wieder zu dem, was eigentlich der Ursprung dieses Ausflugs war, nämlich die Frage danach, warum sind wir so unversöhnlich, warum gelingt es uns selten, über den Tellerrand hinauszublicken, warum sind wir immer bei uns oder oft, warum wir, ich weiß es nicht, ich rede ja eher über mich als über euch, aber vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Und warum entstehen daraus manchmal Situationen, die so unlösbar zu sein scheinen, obwohl es ganz einfach wäre, in einer solchen Situation mal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, kann ich das nicht auch aus einer anderen Perspektive betrachten? Timbaland, The Way I Are in der Blauen Stunde. Radio 1, nur für Erwachsene. Timbaland in der Blauen Stunde, The Way I Are. Schon ein bisschen älter, typischer Timbaland-Style, finde ich. Dieser Synthesizer, der so ein bisschen hin und her wippt. Heute in der Blauen Stunde, da spreche ich über das Gewissen und die Versöhnung, die vielleicht notwendig ist, um sein schlechtes Gewissen auch mal zu überstehen. Der Anlass war die Frage eines Zuschauers, wie bereitest du dich auf deine Tour vor? Und tatsächlich tue ich das, indem ich nachdenke. Über mich, über den Kontext, in dem ich bin und was mich so alles beschäftigt. Und da habe ich ja jetzt schon einiges zu gesagt. Eines, was mir in den letzten Jahren immer wieder auffällt, ist, wie schnell und unerbittlich wir miteinander umgehen und dass dieser Umgang manchmal auch etwas sehr Ungerechtes hat. Und dass wir nicht nur Täter sind, sondern auch oft Opfer. Denn so wie wir andere behandeln, so werden wir auch selbst behandelt. Und die Frage ist, was ist die Lösung? Was kann man dagegen tun? Und wie kann man das aus der Sicht und der Perspektive machen, die ich habe als Künstler, wenn ich auf der Bühne stehe. Der Kontext, in dem wir sind, der ist ja im Moment nicht weniger oder mehr kompliziert als der Kontext, in dem die Menschen vor Hunderten von Jahren schon waren. Die Welt dreht sich und es gibt immer wieder Konflikte auf der Welt. Die Frage ist, wie lösen wir diese Konflikte und sind wir an der Lösung überhaupt beteiligt oder können wir uns überhaupt an der Lösung dieser Konflikte beteiligen? Im Moment zum Beispiel ist es immer noch der Nahe Osten. Kriege werden im Nahen Osten geführt. Soleimani wurde ermordet bzw. umgebracht, liquidiert von den Amerikanern, einer der größten Terroristen aus Sicht von Donald Trump. Das hat dazu geführt, dass es eine große Krise gab zwischen dem Iran und den USA mit der Gefahr, dass dort ein Krieg entsteht, der vierte oder fünfte Golfkrieg schon. Ein ewig langer Prozess und ein großer Krisenherd seit Jahren schon,
der vor sich hinschwelt, ohne dass man wirklich weiß, was eine plausible und praktikable Lösung für diese Krise wäre. Tatsächlich, wenn man da dann in die Tiefe geht, merkt man, wie viele unterschiedliche Interessen es gibt in diesem Konflikt und wer alles an diesem Konflikt beteiligt ist. Gerade ist in Berlin die Konferenz, die Libyen-Konferenz, und man sieht hier die Staatschefs von unterschiedlichen Ländern. Putin ist da, Erdogan ist da, Merkel hat eingeladen, der US-amerikanische Außenminister ist da, und man spricht darüber, wie man diesen Konflikt zu lösen hat. Und ich weiß nicht, ob man dabei auch anspricht, dass man diesen Konflikt erst überhaupt initiiert hat. Denn Libyen, das Land, in dem Gaddafi, Muammar al-Gaddafi, lange Zeit regiert hat, ist ein Land im Norden Afrikas mit großen Ölvorkommen, ehemalige italienische Kolonie, das eigentlich paradoxerweise unter der Herrschaft von Gaddafi fast schon friedlicher war, als es heute ist, denn die unterschiedlichen Volks-, Religions- und Bevölkerungsgruppen, die gegeneinander kämpfen, die kämpfen so unübersichtlich gegeneinander, dass es für die Alliierten oder für die anderen Länder Europas einfach ist, dort Zwist zu sehen und diesen Zwist für seine eigenen Interessen zu nutzen. Und so tut es zum Beispiel auch der türkische Präsident Erdogan, der unter dem Deckmantel der Hilfe plötzlich Soldaten nach Libyen schickt. Libyen liegt mehrere tausend Kilometer entfernt von der Türkei, also warum spielt die Türkei sich als Friedensmacht in Libyen auf? Und so tut es auch Wladimir Putin, der wiederum die andere Seite unterstützt. Es scheint also irgendwie ein irrationales Interesse daran zu geben, Konfliktherde am Leben zu halten. Und so war es auch in Syrien, so war es auch im Iran. Und allen Menschen eigentlich, die ein bisschen denken können und ein bisschen plausibel sich darüber Gedanken machen, fällt auf, dass diese Konflikte latent, permanent, dauerhaft also existieren und dass sie vor allen Dingen sich nicht dadurch verändern, dass die Seiten wechseln, sondern dass eigentlich nichts anderes passiert, als dass diese Konflikte am Leben erhalten werden, dadurch, dass man immer wieder unterschiedliche Parteien unterstützt, um damit seine eigenen Interessen zu verteidigen. Bestes Beispiel die kurdische Minderheit im Irak oder in Syrien, die seinerzeit gebraucht wurde im Kampf gegen die Truppen Assads und die jetzt nun bekämpft wird von den Türken mit dem Vorwand, muss man sagen, eine Pufferzone schaffen zu wollen, um türkische Interessen vor dem Angriff des Terrorismus, des kurdischen Terrorismus zu schützen. Ist das nachweisbar? Ist das berechtigt? Ist das richtig oder falsch? Kann das überhaupt gemacht werden? Entspricht das den Statuten der NATO? All das sind ja Fragen, die abwägend vorher besprochen werden müssten. Abgesehen davon, dass es einen UN-Sicherheitsrat gibt, dass es Gremien gibt, Weltgremien, die darüber sprechen müssten, bevor gehandelt wird. Aber mittlerweile ist auch das Handeln in der Politik so schnell und so affektbehaftet, dass wir gar keine Zeit mehr haben, darauf zu reagieren. Donald Trump entscheidet einfach, dass irgendetwas passiert, dass irgendetwas bombardiert wird oder mit Drohnen irgendjemand erschossen wird. Und so passiert das erstmal. Und was dann in Folge an Reaktionen kommt, das bleibt vage und risikobehaftet. Die Konflikte, die wir schüren und die nicht nur wir, sondern eben auch andere in unserem Namen schüren, sind zum Teil so gewaltig und so groß und so unberechenbar, dass man tatsächlich Angst haben muss, dass daraus irgendwann etwas entsteht, was wir nicht mehr kontrollieren können. Und jetzt kommen wir wieder zum schlechten Gewissen. Dieses schlechte Gewissen, das haben wir alle latent. Natürlich, weil wir wissen, dass das passiert, aber weil wir es auf der anderen Seite auch ignorieren. Und vielleicht kann man auch gar nicht anders, als es zu ignorieren. Vielleicht würde es uns überfordern, wenn wir permanent uns dessen bewusst wären, was alles überall auf der Welt an Ungerechtigkeit passiert. Aber es passiert, und zwar überall auf der ganzen Welt. Ob es in Afrika ist, wo die Boko Haram seit Jahren Menschen ermordet, Unschuldige, Kinder, Familien, eine Terroristengruppe, die finanziert wird, auch von außen, die Waffen hat, die irgendwoher kommen müssen, oder ob es irgendwo in Asien ist oder in Südamerika, in Venezuela, auf der ganzen Welt gibt es viele kleine und manchmal auch größere Konfliktherde, die dadurch am Leben gehalten werden, dass wir eben auch von diesen Konflikten profitieren. Wir dadurch, dass wir eben auch unseren Wohlstand zum Beispiel haben und auf diesen Wohlstand nicht verzichten wollen. Der Gedanke, alles zu jeder Zeit zum günstigsten Preis verfügbar zu haben, der führt eben tatsächlich auch zu einer Form von Ausbeutung. Ausbeutung, die sehr ungerecht ist, und Ungerechtigkeit erzeugt ungerechte Reaktionen. Terrorismus erzeugt Gegenterrorismus. Und derjenige, der den anderen als Terrorist definiert, ist manchmal selbst ein viel schlimmerer Terrorist. So.
Jetzt haben wir Ren Hang, Love in der blauen Stunde. Dann haben wir die Nachrichten und dann haben wir noch eine Stunde Zeit, uns ein bisschen Gedanken zu machen über Gewissen und Versöhnung und wie wir alle auf dieser wunderschönen Welt irgendwann mal lernen können, versöhnlicher miteinander umzugehen. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Ja, Bayern führt 2-0 mittlerweile in Berlin. Elfmeter, Lewandowski hat verwandelt. Aus meiner Sicht war es kein Elfmeter, aber gut. Videobeweis wurde nicht angefordert. Die Bayern führen 2-0, sind damit Tabellenzweiter vor Borussia Mönchengladbach. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich wollte, dass Hertha mindestens unentschieden spielt. Gut, anderes Thema. Wir reden heute über Gewissen und Versöhnung. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr manchmal ein schlechtes Gewissen? Also gibt es Momente, in denen ihr ja nachts vielleicht sogar wach liegt oder euch durch den Kopf geht? Was habe ich eigentlich damals getan? Oder was ist da eigentlich passiert, dass ich mit dem oder der heute nicht mehr zurechtkomme oder nicht mehr reden kann oder dass alle Türen verschlossen sind, ja. Habt ihr sowas? Also ich habe das tatsächlich. Ich habe das jetzt nicht nur zur Weihnachtszeit gehabt, wo ja das Thema Versöhnung eine wichtige Rolle zu spielen scheint, sondern irgendwie kommt das einem so zwischendurch in den Kopf. Heute habe ich zum Beispiel meine WhatsApp-Chats nochmal durchgeblättert und gesehen, okay. Und da kam dann dieses schlechte Gewissen. Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? Ist das ein Schuldgefühl, dass man irgendwie weiß, naja, ich habe das damals anders gesehen als heute und jetzt wird mir bewusst, ich habe das vielleicht nicht richtig gesehen oder nicht lang genug drauf geblickt und irgendwie hatte der oder die andere ja doch recht mit dem, was sie gesagt hat. Warum habe ich das damals nicht gesehen? Warum konnte ich da nicht drauf eingehen oder naja, ein bisschen mehr Geduld haben mit mir selbst oder mit der Situation? Ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja auch nicht ständig alles richtig machen. Man kann ja auch Dinge falsch machen und man kann auch Dinge bereuen. Die Frage ist, warum man dann oft nicht dazu in der Lage ist, das zu ändern und zurückzugehen oder einzugestehen, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Ich komme darauf, weil ich glaube, dass im Kleinen das Große enthalten ist, dass im Großen das Kleine enthalten ist, dass die großen Konflikte, über die ich eben gesprochen habe, in der Welt ja ähnlich eigentlich sind wie die kleinen vermeintlich kleinen Konflikte, die wir in uns führen und dass die Situationen, die Sackgassen, in die wir geraten, auch ähnliche sind wie die, in die dann Nationen vielleicht sogar geraten, in bilateralen Verhältnissen unversöhnlich werden, beleidigt sind, ein schlechtes Gewissen haben, obwohl sie vielleicht eigentlich sagen müssten, naja, irgendwie haben wir uns auch nicht korrekt verhalten. Ja, die Amis zum Beispiel, die müssten das eigentlich tagtäglich denken. Irgendwie haben wir uns auch nicht korrekt verhalten, seit Jahrzehnten schon. Ne? Haben Leute ausgebeutet, Länder bombardiert. Ja. Oder Engländer, ja, die Imperialisten schlechthin, seit Jahrhunderten, ja, Länder okkupiert, ja, und richtig ausgenutzt, ja, Leute unterworfen oder Sklaven, ja, einfach in einen fremden Kontinent und da sich Leute geholt, sie gefangen genommen und dann verschleppt auf einen anderen Kontinent und dann für sich arbeiten lassen, ohne Geld. Ganze Generationen von Menschen unterworfen, versklavt, ja. Also es gibt genug Anlass, ein schlechtes Gewissen zu haben, in der großen Politik auf jeden Fall. Aber das Große, wie gesagt, ist im Kleinen und das Kleine ist im Großen. Unser eigenes Verhalten ist ja der Maßstab für die Moral, die wir manchmal brauchen, um das Verhalten der anderen als richtig oder falsch zu erkennen. Und tun wir das bei uns selbst? Können wir uns selbst betrachten und sagen, ja, da hätte ich mich vielleicht anders verhalten sollen in der Situation, in der es notwendig war, sich anders zu verhalten? Ja, oft ist es nicht so. Ich habe ja schon gesagt, selbst in kleinen Dingen, im Straßenverkehr oder im Umgang, im täglichen Umgang miteinander. Um das zu können, müsste man sich ja in den anderen hineinversetzen und
erkennen, wo die Grenze der Berechtigung seiner Interessen ist und wo die eigene Grenze überschritten wird und man sagen muss, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn die Grenze überschritten wird, ob man dann sagt, ich bin jetzt unversöhnlich. Es gibt keine Lösung mehr dafür, dass du meine Grenze überschritten hast. Jetzt ist die Tür zu. Ja. Jetzt wird es sicher Verhältnisse geben, bei denen es keine Lösung gibt. Es gibt bestimmt Verhältnisse zwischen Menschen, Situationen, die so abgenutzt sind, dass man sagt, ich hab's tausendmal versucht, es geht einfach nicht. Aber was bringt es dann, dass es nicht geht und dass man sich verschließt? Man schützt sich eigentlich nur vor etwas, vor Verletzung. Und verletzt werden kann man doch auch eigentlich nur dann, wenn man empfindlich ist, wenn man eine Stelle hat, die empfindlich ist, an der man erreicht werden kann. Ja. Das sind die Gedanken, die man sich so macht, bevor man auf die Bühne geht, ja. Und dann fragt man sich, was kann ich dann auf der Bühne erzählen und wie muss ich das erzählen, damit Menschen, die mich sehen, verstehen, was ich meine. Das ist nicht leicht, vor allen Dingen auch heute nicht leicht, wo es so viele andere Dinge gibt, die ihre eigenen Erzählungen haben, ihre eigene Geschwindigkeit, ihren eigenen Tonfall, ihren Unterton vielleicht manchmal sogar. Da ich aber ja schon seit langem glaube, dass die Bühne und das, was auf der Bühne stattfindet, eine eigene Magie hat und aus dieser Magie, die dort entsteht, auch eine große Verantwortung entstehen kann, bin ich der festen Überzeugung, dass es sich lohnt, gerade heute, mehr als noch vor ein paar Jahren, diesen Austausch zu suchen. Also auf die Bühne zu gehen, ganz anders als in den Medien, die ich eben beschrieben habe, ein anderes Zeitmaß einzufordern, eine andere Umgebung, einen anderen Kontext, in dem man sich austauscht. Tatsächlich ist das besonders, wenn man an einem solchen Abend zusammen ist, in meinem Fall glücklicherweise mit Tausenden von Zuschauern, dann ist das ein abgeschlossener Raum, der frei eigentlich ist von Zeit und sonstigen Umständen. Ja. Und in diesem Raum, der frei ist von Zeit und Umständen, da lässt sich vieles machen. Auf jeden Fall lässt sich auch vieles fühlen, vieles übertragen. Es ist ein sehr transzendenter Zustand, in dem man sich dort befindet. Und trotzdem berührt er elementare, sehr konkrete Aspekte, über die ich eben gesprochen habe. Und es geht dabei nicht nur um Unterhaltung, dass man Menschen ablenkt von ihrem Alltag und sie sich amüsieren über das, was in 2 Stunden passiert, sondern es geht auch um Aufregung. Es geht auch um Irritation. Es geht auch darum, dass man die Zeit nutzt, die man hat, um in den 2 Stunden, die man verbringt, irgendetwas zu erleben. Und sei es eben nicht nur Ablenkung, sondern manchmal auch Aufregung. Ja, das ist wie bei einem Bild, wie bei einem gemalten Bild, das nicht nur aus konkreten Formen und Strukturen und Farben zu bestehen hat, um zu erklären, was das ist, was derjenige gefühlt hat, als er es gemalt hat. Sondern das kann auch durchaus abstrakt sein und nur eine Fläche. Oder es kann farblos sein und nur ein Strich. Und trotzdem hat es eine Bedeutung. Ich glaube, wir hören wieder ein bisschen Musik. Tokyo Hotel, lang nicht mehr gelaufen hier. Keine Ahnung warum. Gibt's die überhaupt noch? Die waren noch in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Und darüber reden wir gleich, über das kollektive schlechte Gewissen haben, das wir haben müssen, weil wir eigentlich auch zum Beispiel im Fernsehen permanent Dinge machen, die in uns ein großes Schuldbewusstsein erzeugen müssten. Hören wir erstmal Tokyo Hotel, Cotton Candy Sky. Radio 1, nur für Erwachsene. Was habe ich gesagt? Genau, ihr könnt uns schreiben, das habe ich gesagt. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Und sozusagen euch bewerben als Studiogast mit einer Geschichte, mit dem, was ihr beruflich macht oder dem, was interessant ist. Und dann laden wir euch oder einen von euch hier ins Studio ein als Gesprächsgast. Mittlerweile, das habe ich ja eben schon ganz am Anfang erklärt, haben wir nicht mehr ausschließlich sozusagen sogenannte Prominente hier, sondern wir reden mit allen. Wir, Jürgen und ich, wir reden gerne auch mit euch und diejenigen, die uns hier sehr fleißige Briefe schreiben, vielen Dank dafür, die können weiterschreiben und diejenigen, die sich einfach für die Sendung interessieren oder uns für sich interessieren lassen wollen, schönes Deutsch, die können uns auch schreiben. Marlene Dietrich Allee 20 14482 Potsdam.
Und da wir jetzt schon bei Werbung sind, auch für meine Tour, wie gesagt, könnt ihr auf meine Seite gehen, www.somunju.de. Da findet ihr noch Karten in unterschiedlichen Städten. Ab März bin ich dann auf Tournee und werde unter anderem auch über das sprechen, über das, was ich hier heute mit euch bespreche, nämlich das latente schlechte Gewissen, das man hat und die Frage, ob man sich mit sich und den Dingen um sich herum und mit den anderen versöhnen kann und was es bringt, sich zu versöhnen, ob das eher eine Befreiung ist oder ob es eine Belastung bedeuten muss. Vor der Pause habe ich gesagt, dass ich über Fernsehen und die Verantwortung sprechen will, die das Fernsehen vermittelt, wenn es überhaupt eine Verantwortung vermittelt. Ich glaube ja, denn auch das Fernsehen ist ja ein Medium, was kommuniziert, zwar einseitig, anders als im Theater, aber es spricht mit uns und es vermittelt uns etwas, zumal es oft auch mit einem Weltbild zu tun hat, was dort vermittelt wird. Und es prägt uns und es beeinflusst unsere Gedanken, unsere Gefühle und somit auch den Umgang, den wir miteinander haben. Gerade im Moment läuft zum Beispiel das Dschungelcamp in der, glaube ich, wievielten Staffel, 20. Staffel, was auch immer. Als diese Formate entstanden sind vor etlichen Jahren, Big Brother war, glaube ich, so das erste Format, in dem sich Menschen freiwillig haben einsperren lassen, um unter Beobachtung von Kameras 14 Tage oder einen Monat miteinander zu verbringen. Als das entstanden ist, da war das wie das Wahrwerden einer unheimlichen Utopie. Big Brother is watching you. Und viele haben sich darüber aufgeregt. Viele haben gesagt, das ist unmenschlich, da werden Experimente gemacht am lebenden Menschen und es fördert den Voyeurismus und die Schadenfreude. Und mittlerweile sind wir so weit, dass es nicht nur ein Format gibt, Big Brother, sondern etliche Formate, die nach immer wieder neuen Superlativen streben. Es soll heftiger werden, es soll lauter sein, es soll dramatischer werden, es soll verletzender sein und es soll entblößender sein und es soll unseren Voyeurismus befriedigen, so wie es auf der anderen Seite den Exhibitionismus der Menschen zu befriedigen scheint. Dass dahinter Schicksale stehen und dass sich das ein bisschen moralisch anhört, wenn ich jetzt sage, Fernsehsender nutzen die Notsituation von Menschen aus, um andere Menschen damit zu unterhalten, das wird euch nicht neu sein und das wird für den einen oder für die andere sogar ein bisschen altbacken klingen. Es ist sogar so, dass diejenigen, die sich dort ausnutzen lassen, in Anführungsstrichen, das gerne tun. Ja, die darin eine Art Karriereleiter sehen, Erster zu werden im Dschungelcamp oder Dritter bei Germany's Next Topmodel oder bei Bachelor oder Bachelorette oder Love Island oder irgendeinem dieser anderen Formate, in denen Menschen sich öffentlich blamieren. Sie selbst nehmen das gar nicht als Blamage wahr, obwohl es, ja, für mich unterste Schublade ist, auf irgendeiner einsamen Insel mit Leuten zusammenzuhängen, nachts mit Infrarotkameras filmen zu lassen, wie man vögelt oder tagsüber sich streitet oder irgendetwas anderes passiert. Manchmal wirkt es sogar geschauspielert, manchmal wirkt es sogar so, als wüssten diejenigen ganz genau, die da vor der Kamera stehen, wie das hinter der Kamera gesehen wird und wie es ankommt und als würden sie es nur dafür tun, dass man sich fremdschämt. Aber irgendwie bleibt bei mir dieser Eindruck haften, dass es sehr viel mit Fremdschämen zu tun hat und etwas Peinliches hat und etwas berührt, was man so nicht berührt haben will. Jetzt gerade zum Beispiel läuft wieder das Dschungelcamp und es läuft immer nach demselben Prinzip. Mittlerweile kennt man kaum noch einen der Insassen des Dschungelcamps. Vielleicht noch Sonja Kirchberger, aber die anderen sind wieder Plagiate von Plagiaten, die Dinge nachspielen, die sie aus anderen Shows gesehen haben. Also gar nicht mehr Originale, obwohl sie alle prominent genannt werden. Keine Stars mehr, obwohl, sind es Stars? Vielleicht sind sie in dem Moment Stars, wo sie gesehen werden für eine oder für zwei Wochen, aber schnell verfliegt ihr Ruhm. Wer war letztes Jahr Dschungelkönig? Wer war davor Dschungelkönig? Wer war überhaupt im Dschungel? Diese vermeintlichen Stars, die kommen und gehen. Ja, heute der, morgen die. Aber wir ergötzen uns dran und wir schauen uns das an. Mittlerweile ist es fast zu einem Ritual geworden. Nach Weihnachten und Neujahr, da kommt das Dschungelcamp und da freut man sich drauf und die Fernsehsender machen damit Quote. Sie machen damit Quote, dass andere sich blamieren und wir uns daran erfreuen, dass sie sich blamieren. Aber wir schauen es.
wir mal wieder. Auch ich schaue es, auch ihr schaut es vielleicht. Wir sprechen darüber und wir lesen das, was in der Bild-Zeitung steht. Und wir lesen sogar die Nebenkontexte, die daraus entstehen, dass jemand gar nicht im Dschungelcamp war, sondern nur angefragt wurde und sich dafür stattdessen im Playboy ausgezogen hat. Allein, dass ihr jetzt schon wisst, wen ich meine, das bestätigt, was ich sage, nämlich, dass ihr wisst, Laura, die Freundin Laura Müller von Michael Wendler, dem Schlagerstar, die sich im Playboy ausgezogen hat, die sollte eigentlich als Kandidatin ins Dschungelcamp. Ist sie nicht, stattdessen hat sie sich ausgezogen für den Playboy und hat damit eine ganz gute Kohle verdient. Jetzt geht sie zu Let's Dance, wieder so ein Format, in dem sich CZY-Promis entblößen und blamieren, damit andere sich darüber unterhalten und amüsieren können. Dieses Jahr bei Let's Dance, habe ich gehört, ist Ilka Bessin, ehemals Cindy aus Marzahn. Laura Müller wird vielleicht auch dabei sein und sie werden vielleicht sogar denken, dass es ihnen einen Schub geben wird in ihrer Karriere, wenn sie Dritter oder Vierter bei Let's Dance werden. Aber sie unterliegen alle dem gleichen Irrtum wie wir vielleicht auch. Es ist ein Kurzzeitruhm, der sie noch abhängiger machen wird von der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, die ihre Aufmerksamkeit schnell auch wieder auf etwas anderes richten kann. Ja, so funktioniert Unterhaltung. Und das schlechte Gewissen, das man hat oder das wir eigentlich haben müssten, das bewahrt uns nicht davor, es uns anzutun, anzuschauen, mitzuspielen, mitzumachen. Ja, also müssen wir eigentlich doch mit dem schlechten Gewissen nur zu leben lernen, es aushalten, dass wir Teil dieses Systems sind, das wir oft kritisieren oder ich kritisiere. Ich rede im Pluralis Majestatis, weil ich glaube, dass jeder von uns das ähnlich erlebt. Wir sind da in einer Leidensgemeinschaft, aus der wir gar nicht rauskommen. In die Leidensgemeinschaft sind wir zufällig hineingestolpert, sei es, weil uns die Oma ein iPhone geschenkt hat oder wir unseren Rechner brauchten, um Online-Banking zu machen. Aber irgendwann ist man in dieser Mühle drin und da kommt man schwer wieder raus. Habt ihr euch das auch vorgenommen, am Anfang des Jahres mal eine Auszeit aus dem Internet zu nehmen? Weil ihr schon längst süchtig seid und merkt, wie ihr danach giert, die neuen Meldungen mitzubekommen, noch ehe sie entstanden sind? Habt ihr das alles euch genauso vorgenommen wie ich? Ja, aber es hält nicht lange. 1-2 Wochen. So wie der Alkohol, auf den man verzichten will. Nach ein paar Wochen ist man wieder im Game und dann ist alles so wie vorher. Und dann lässt man sich treiben, ob man sich dabei schuldig fühlt oder nicht. Der zweite Teil des Themas allerdings, die Versöhnung mit sich und den Dingen um sich herum, vielleicht auch dadurch, dass man erkennt, dass man keine andere Wahl hat, als es mitzumachen, der ist das Entscheidendere an dieser ganzen Geschichte. Ja, wir sind alle Menschen. Ja, wir sind alle fehlbar. Ja, wir tun alle Dinge, die manchmal richtig, manchmal falsch sind. Keiner von uns ist perfekt. Und deswegen kann man es auch niemandem vorwerfen, nicht perfekt zu sein. Und damit umzugehen, dass es so ist, und geduldiger zu sein mit den Umständen, in denen man steckt, aber trotzdem die Aufmerksamkeit nicht zu verlieren und sein Gespür für Gerechtigkeit zu bewahren. Das ist vielleicht eine Herausforderung, so ambivalent es auch klingen mag. Das ist die Balance, die man finden muss zwischen dem, was man erkennt und zwischen dem, was latent in einem mitschwingt. Ja. 17.25 Uhr, blaue Stunde. Die Bayern führen 4-0, das Spiel ist vorbei. Hertha hat verloren, schade. Ich hätte es den Bayern gegönnt, nochmal eine Niederlage. Aber gut, wir werden sehen. Wir hören The Tubes. The Completion Backward. The Completion Backward Principle heißt das Album, glaube ich, 81. Kann sein. Sushi Girl, eines meiner Lieblingslieder. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. So, im Grunde genommen will ich ja nur darauf hinaus, dass ihr jetzt mal überlegt, was habe ich da eigentlich noch für alte Kisten im Keller? Und die öffne ich jetzt mal und dann überwinde ich mich und versöhne mich. Ja. Mach das doch mal. Guck doch mal in den Kisten nach. Mit wie vielen Leuten habt ihr Zoff? Mit wem spricht ihr? Sprecht ihr nicht mehr oder keinen Kontakt mehr? Und dann schreibt einfach. Hab gerade an dich gedacht, blaue Stunde hat mir gesagt, ich soll mich melden und ihr werdet sehen, es gibt eine Lösung für alles und ihr werdet euch, glaube ich, sogar besser fühlen dabei. Und wenn man anfängt, diese kleinen Konflikte, die man hat in seinem eigenen Leben so zu lösen, dann, glaube ich, hat man auch ein anderes Verhältnis zu den großen Dingen und ja, vielleicht trägt das ein bisschen dazu bei, dass auch das anders läuft. Ja, eine vage Hoffnung, oder? Eine vage Hoffnung auf eine bessere Welt. Gab es eigentlich schon mal eine Welt, die gut genug war?
Tja, ich glaube nicht. Seitdem es Menschen gibt, gibt es auch Krieg. Und ja, vielleicht ist das gut so. Vielleicht muss es auch manchmal Krieg geben, wie es auch manchmal Gewitter geben muss, damit danach die Luft wieder klarer ist. Vielleicht, ja. Das war ja vor der Pause auch meine Erkenntnis, dass es nicht darum geht, entweder oder zu sein und selbst in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, sondern dass man das Und auch lernt und das Aber und die vielen anderen Zwischentöne, die es gibt, und dass eigentlich die wahre Kunst ist, eben beides auszuhalten und zu können. Das schlechte Gewissen, die Schuld, die verbunden ist mit dem schlechten Gewissen, die latente, aber auch die Bereitschaft zur Versöhnung. Ja, ja, das finde ich ist eigentlich ganz gut gesagt. Ich könnte mich bewerben als nächster Papst. Wäre doch mal ganz gut. Papst Serdus der Erste spricht. Ja. Ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, oder? Auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich bin, wobei das tue ich ja schon, ich bin ja schon Vorsteher einer Glaubensgemeinschaft. Den Hassismus habe ich ja erfunden. Der Hassismus, dessen Prinzipien sind Inkontinenz, Inkompetenz und Impertinenz, ja, und alles andere, was mit innen anfängt. Ja. Es gibt keine Regeln im Hassismus, das ist das Schöne. Es ist eine Religionsgemeinschaft, die keine Regeln hat, außer einer einzigen, alle tun das, was ich sage. Aber das ist ja üblich in Religionen. Da gibt's immer einen, den Oberchef, Mohammed, Jesus und eben in diesem Fall bin ich es. Der sagt, im Gegensatz aber jetzt zu den anderen Religionen, es gibt keine Gebote, sondern ihr könnt so lange machen, was ihr wollt, bis es mir auf den Sack geht. Und wenn es mir auf den Sack geht, dann lasst ihr das gefälligst. Und ich sag's selten. Also selten geht mir etwas auf den Sack. Häufiger an. Oh, jetzt kriege ich wieder einen Brief. War das jetzt homophob? Ich weiß es nicht. Aber gut, Homophobie anzuprangern und selbst rassistisch zu sein. Vielleicht ist das die Ambivalenz, von der ich gesprochen habe. Naja, gut. Ist die Sendung sexistisch? Hoffe ich doch. Das habe ich übrigens auch überlegt. Das könnte vielleicht auch ein neues Motto für ein Programm sein, dass man sagt, ich kümmere mich um nichts mehr. Ich lasse mich nicht mehr einschüchtern. Ich habe gar kein Gewissen mehr. Ich sag alles, was ich denke und mir ist einfach egal, was passiert. Ja, weil alle haben nur noch Schiss. Es ist doch wirklich so, sobald man etwas sagt, denkt man schon daran, dass andere darauf reagieren könnten. Und dann hat man Angst vor diesem ultimativen Shitstorm. Was soll passieren? Na? Dann vernichtet er eben meine Karriere. Ja, dann fliegt halt auf, dass ich ein Scharlatan bin. Dann kommt raus, dass ich vor 30 Jahren, ohne zu fragen, vor wildfremden Frauen onaniert habe. Dann kommen Penisbilder ans Tageslicht, die ich verschickt habe, reihenweise. Na und, was passiert? Nichts. Ich bleib derselbe Mensch, der ich bin. Ich esse, ich trinke, ich scheiße, ich schlafe. Und ob mir jetzt jemand irgendwas vorwirft und ob ich das an mich ranlasse, dass er es mir vorwirft, ist doch eigentlich scheißegal. Ja. Was trifft mich das? Wenn ich homophob bin, dann bin ich's halt. Und zwar selbstbewusst. Ja, ich hasse Schwule. So, jetzt habe ich's gesagt. Ich hasse übrigens aber auch Kinder. Kinder, Frauen. Ich hasse Farbige. Ich hasse Türken. Ich hasse mich selbst. Ich hasse alles. Ja, zum Beispiel wahllos und ziellos. Alles wird gehasst. Und dadurch, dass ich alles so ziellos und wahllos hasse, verliert es wieder an Bedeutung, weil es inflationär wird. Wenn ich jetzt ganz punktuell etwas hassen würde, ja, dann hätte ich ja einen Fetisch. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich hasse nur Veganer, ja, dann wäre es zu offensichtlich, dass ich sie wirklich hasse. Man muss das schon verpacken. Ich hasse auch Fleisch. Ja, ich finde es nicht gut. Ich finde, es muss Fleisch, nee. Kriege ich das irgendwie plausibel erklärt? Es muss Fleisch essen zur Pflicht gemacht werden für Vorschulkinder? Nee, das geht nicht. Das würde ja widersprechen. Das wäre auch gut. Vorschulkinder, mehr Fleisch für Vorschulkinder. In Kitas. Erstmal in ein rohes Steak beißen, damit das Kind weiß, wo es lang geht. Ist doch bei Löwen auch so. Wer Fleisch nicht mag, hasst wilde Tiere. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Floskel. Wer Fleisch verschmäht, hasst wilde Tiere. Deswegen Veganer, die eigentlich Fleisch nicht mögen, die erkennen nicht an, dass das Prinzip der Natur ist, dass fleischfressende Tiere andere umbringen müssen, um selbst zu überleben. Veganer hassen die Natur. Ja,
weil sie selbst auch verneinen, dass der Mensch ja ein Allesfresser ist. Also sie sind eigentlich wider der Natur. Ihr Verstand hat sie fehlgeleitet und zu dem gemacht, was sie sind. Willfährige Opfer der Sojawurstindustrie. Geht alles, oder? Ja, so werde ich das machen. So werde ich das machen. Werde ich das so machen? Ja, so werde ich das machen. Ich könnte natürlich auch ein bisschen was Ernsthaftes reinschmuggeln, moralisch sein und ein bisschen Dieter-Nuhr-Attitüde, ein bisschen kokettieren mit dem Neoliberalen, ein bisschen zündeln beim rechten Rand und schauen, ob sie drauf reagieren. Und das tun sie ja eh und ich auch. Und dann mir wieder von den Linken vorwerfen lassen, dass ich den Rechten nach dem Mund rede. Das ist ja jetzt die neueste Variante, dass Leute sagen, du bist zwar nicht rechts, aber du redest so, dass die Rechten dich gut finden. Man muss also jetzt nicht nur aufpassen, dass man nicht das sagt, was man nicht meint, oder nicht das sagt, was man meint, sondern man muss auch aufpassen, dass Leute, die etwas anderes meinen, es nicht gut finden. Ja, es klingt kompliziert, es ist kompliziert, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Es ist mit allen anderen Dingen genauso. Man kann als gestandener Antifaschist von einer Sekunde auf die andere zum Antisemiten werden. Das geht ganz schnell. Das ist gar nicht in der Macht desjenigen, der das sagt oder tut, sondern das ist in der Macht derjenigen, die es vervielfältigen und interpretieren. Das ist mit allen anderen Dingen genauso. Wenn jetzt zum Beispiel der Brief von Schnucki Putzi, ich bin schwul, hör auf homophob zu sein, veröffentlicht werden würde auf irgendeiner Plattform und sich das vervielfältigen würde und irgendjemand einen Beweis dafür finden würde, dass an diesem Brief etwas richtig sein kann, würde niemand mehr die zweite Zeile lesen, in der eigentlich derjenige, der es schreibt, sich selbst fragen müsste, ob er die Maßstäbe, die er an mich ansetzt, an sich selbst erfüllt, sondern dann wäre das Wahrheit. Dann wäre das Wahrheit. Ja. Heutzutage werden Dinge schnell Wahrheit. Dinge, die behauptet werden, die werden ganz schnell zur Wahrheit. Ohne dass man überprüfen kann, ob sie überhaupt eine Grundlage haben, dazu Wahrheit zu sein. Wir müssten eigentlich ein verdammt schlechtes Gewissen haben, oder? Also jeder von uns müsste doch eigentlich jeden Tag zu Hause sitzen und den Kopf gegen die Wand schlagen, bei der Anzahl an Dingen, die man ignorieren muss, um überhaupt noch existieren zu können. Mit reinem Gewissen unmöglich, mit verseuchtem Gewissen halbwegs, mit komplett verdorbenem, kaputtem Gewissen. Ja, komm, wir hören Musik, Underworld, Good Morning Cockerel. Und dann spreche ich noch ein paar Minuten und dann lege ich mich ins Bett mit einer Wärmeflasche auf meinem Kopf und freue mich, weil nächste Woche bin ich schon wieder hier live. Ach du Scheiße. Radio 1, nur für Erwachsene. Underworld, Good Morning Cockerel. Ungewöhnlich für Underworld, sonst immer mehr so technomäßig unterwegs. Ich habe jetzt eine Erkenntnis am Ende heute der blauen Stunde. Nur wenn man das eine kann, kann man auch das andere. Und dieser Mittelweg, den man dann geht, der ist eigentlich der richtige Weg. Das heißt, wenn man hassen kann, aufrichtig, ja, und ziellos, zügellos, dann kann man auch lieben. So wie es andersrum auch geht. Nur wenn man lieben kann, kann man auch hassen. Ja. Man kann das eine nur sein, wenn man das andere kann. Das ist so. Es gibt kein Entweder-Oder. Es gibt kein Ich bin hier, du bist da. Es gibt ein Wir sind überall. Ja. Und dann kann man sich dem auch ein bisschen überlassen. Dann kann man auch sagen, ja, ich hasse berechtigterweise, denn ich habe einen Anspruch darauf, ich will ja schließlich lieben lernen. Und dann kann man sich auch mal ein bisschen gehen lassen. Es gibt viel zu hassen. Viel. Dann muss man aber im nächsten Atemzug auch wieder bereit sein, sich zu versöhnen mit den Dingen. Weil die Dinge sind ja so, wie sie sind. Sie sind ja nicht so, wie sie sind, damit sie mich ärgern, sondern sie sind so, wie sie sind, weil sie so sind, wie sie sind. Ja, ist so. Man könnte sich den ganzen Tag aufregen. Man könnte so unversöhnlich mit sich und seiner Existenz sein, dass man sich am Ende am besten umbringt. Ist aber nicht Sinn der Sache. Dafür sind wir ja nicht da. Umbringen ist auch schwarz-weiß. Ich kann nicht mehr. Ja, es ist tragisch. Es gibt Menschen, die können nicht mehr, aber es ist nicht die Lösung. Ich find's besser. Ich find's besser, am Leben zu bleiben. Ich empfehle jedem, am Leben zu bleiben. Es lohnt sich. Weil es kommt immer wieder was anderes. Und vor allem kommt was Besseres. Wenn man versöhnlich ist. Mit sich und den Dingen. Das sage ich immer wieder. Mit sich und den Dingen. Versöhnlich ist. Ja, bereit ist, sich auf etwas zu einigen. Sich nicht verschließt. Nicht sagt endgültig, das war's aus, nie mehr wieder. Sondern sagt vielleicht, mal gucken, abwarten. Ich denk drüber nach. Ich habe zum Beispiel, ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich habe die Vorweihnachtszeit gehasst.
Dieses Jahr ist es mir schwer gefallen. Ich weiß nicht, warum. Dieses Jahr ist mir die Vorweihnachtszeit richtig schwer gefallen. Ich habe es kaum ausgehalten. Erstmal war das Wetter beschissen, nicht so wie man es will. Schnee, kalt, nein, es war lauwarm, wie im Arsch einer trächtigen Kuh. Und dann war auch alles verseucht von Weihnachtsmärkten und jede Werbung im Fernsehen war komplett absurd. Absurd. Die Werbung entsprach überhaupt nicht dem Gefühl. Bling, 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 bling. Schnee und Winter, das hat man seit Jahren nicht mehr gesehen und es wurde einem permanent suggeriert, jetzt ist aber Schnee, jetzt ist Winter, obwohl um einen herum Sauna war. Und dann gehst du auch noch auf den Weihnachtsmarkt, zwingst dich selbst mitzumachen in diesem Irrsinn und trinkst Glühwein und hast danach ein schlechtes Gewissen. Ja, bist geplagt von einem schlechten Gewissen, weil du sagst, irgendwie verschulde ich diesen ganzen Niedergang der Welt mit, weil ich ein Opfer bin. Ja, weil ich im Januar Ski laufe, weil ich im Dezember auf den Weihnachtsmarkt gehe, weil ich im Sommer meine Bikini-Figur habe und weil ich an jedem Scheiß partizipiere, den mir die Werbeindustrie aufträgt. Ich bin ein Opfer, ein willfähriges Opfer, weil ich genauso gierig bin wie alle anderen auch. Ich will das Beste jederzeit zum günstigsten Preis. Ich bin ein Kapitalismusopfer, ja. Und dann sitze ich da mit meinem schlechten Gewissen und entwickle Theorien und krieg einen kleinen Slot 2 Stunden sonntags zwischen 16 und 18 Uhr, um den Papst zu spielen. Und ich weiß aber ganz genau, interessiert eh keine Sau, weil die anderen draußen, die mich hören, sind noch größere Arschlöcher, als ich es niemals sein kann. Und die haben Macht, die schreiben dann irgendwo irgendwas rein und beschweren sich darüber, dass ich nicht das gesagt habe, was ich für sie hätte sagen sollen. Was soll ich denn für sie sagen, bitteschön, bei den 50.000 unterschiedlichen Menschen, die das hören? Kann ich doch gar nicht. Kann nur das sagen, was ich sagen will. Und was ich sage, was will ich eigentlich sagen? Also ich will sagen, ich freue mich auf die Tour. Ich freue mich, weil ich bin voll. Ich bin voller Wut und Hass. Ich könnte hier stundenlang abledern. Ich traue es mich nicht, weil ich ein bisschen Respekt noch habe vor dem Skopin. Aber ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich hier den ganzen Laden in die Luft jagen. Ja. Allein schon mit den Details, die ich weiß, über die Gebührengelder, die in unserem Laden... Natürlich nicht. Das war Ironie. Ich bin Kabarettist. Darf man nicht vergessen. Ich sag manchmal Dinge. Manchmal hoffe ich ja, dass andere ein schlechtes Gewissen haben. Ja, manchmal denke ich mir, ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber haben es die anderen auch? Die im Namen von irgendwem meinen zu sprechen und zu handeln und eigentlich nichts anderes sind als selbstsüchtige Egoisten? Ja. Manchmal habe ich die Hoffnung. Aber die schwindet dann sehr schnell. Ist ja nur in so einem bestimmten Zeitrahmen möglich, diese Hoffnung zu wahren. Weil dann schon wieder die Geschwindigkeit einen einholt und der Druck wächst, eine Meinung zu haben. Habt ihr eine Meinung zu dem, was hier gesagt wurde? Ja. Dann schreibt's doch einfach. An die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns auch noch was über euch und eure Geschichte und die Besonderheit, die ihr habt. Und bewerbt euch bei uns, so wie Deutschland sucht den Superstar, sucht die blaue Stunde jetzt den super Gesprächspartner. Ja, und dann laden wir euch ein und dann treffen wir uns hier und dann beraten wir uns, wie wir die Welt ein Stückchen besser machen. Hoffentlich. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Lasst euch nicht irritieren, schon gar nicht von Kabarettisten oder sonst wem. Wehrt euch, ja, gegen das, was in euch als Widerstand existiert, aber auch gegen das, was um euch herum euch manchmal ablenkt und in die falsche Richtung drängt. So viel zum Thema Papst. Ich bewerbe mich. Serdus der Erste sagt Hosi Hassiana einen schönen Sonntag. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.